Willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Wir widmen uns dem Wildflight. Ein Fluglevel, ich will nicht. Nein. Ich hoffe, das ist noch genauso einfach wie das andere. Oh mein Gott. Nein, es ist nicht so einfach wie das andere. Es ist schon eine ganze Ecke härter. Noch sieht alles gut aus. Noch. Wer weiß wie lange. Aha, Motorboot, Kisten. Mit dem Spyro eine 180 Grad Wende und mach fertig. Es war nicht der letzte. Hier gibt es wohl eine ganze Menge mehr. Aber nicht so schlecht fürs erste Mal. Was gibt es denn hier? Boote, Bögen, Flugzeuge, Kisten. Neuer Versuch. Ja, leider. Hier erstmal eine systematische Reihenfolge rauszukriegen, das ist schon wieder kniffliger. Denn die Typen mit ihren Booten und die Bögen, ja. Die sind zwar alle so circa auf einer Wellenlänge, aber nein, fliegen zwei. Fliegen. Oh, verdammt. So, jetzt aber. Und das Boot noch. Das andere Boot ist sonst wo. Ah, verdammt. Neuer Versuch hier. Ich glaube, wir widmen uns erstmal die Kisten. Da habe ich eine vergessen. Flugzeuge über Flugzeuge sind ja auch. Den entgegenzufliegen ist wirklich nicht das Sinnvollste. Komm. Verdammt, da habe ich jetzt Zeit verplempert. Nein. Ich muss hier erstmal irgendwas zusammenkriegen. Ja, wiederholen. Also dann doch die Boote zuerst. Das machen wir da gleich nochmal neu. So, ich habe gesagt, die Boote zuerst. Dann einmal um und dich. So, hier hoch. Hier runter. Ich mag die Level nicht, die sind wirklich scheiße. Genau deswegen. PlayStation-Steuerung damals hat einen wirklich zur Weißglut gebracht. Man muss sie wirklich so Mikrometer genau treffen. Dass man kaum Spielraum hat. So. So, hier nochmal rum. Da höre ich dann noch ein Motorbötchen. Genau, du warst das. Noch ein Bogen, ach da ging es weiter, genau. Vielleicht mache ich erstmal die Boote und die Bögen und kümmere mich dann um das andere. Alles in eins muss ja nicht unbedingt sein.
Die Landung war jetzt wirklich schade. Ja, dann wollen wir doch als nächstes hier die Kisten und die Flugzeuge. Wir machen nochmal. Nochmal. So, wir nehmen die Kiste und fliegen eine Ehrenrunde. Und das ist sonst zu eng. Fliegen wir, glaube ich, immer so eine 8, wenn ich das richtig analysiert habe. So, da haben wir die Kisten. Fehlen nur noch die Flieger. Wo ist denn der letzte? Ist der jetzt hinter mir? Ich hoffe. Ja, da haben wir auch den letzten. Naja, nicht alles in einem, aber zumindest alles. Neuer Versuch? Nein. Vielleicht hole ich das noch nach, aber nicht jetzt. Sofern man das noch nachholen kann. Und wir haben 6000 Juwelen. Wo geht's denn hier zurück? Hier geht es zurück. Sieht man fast gar nicht. Nimmt mich auch, gar nicht, doch ich musste reinspringen. Oh, verdammt. Hühnchen, 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 ich brauche ein Hühnchen. Dringend Hühnchen. Und hier sind natürlich wieder keine. Also Vorsicht geboten. Aber da drin gab es ja welche. Dann hole ich mir die mal schnell. Wupp. Wupp. Misty Borg. Steht doch hier, ja, Misty Borg. Mal sehen, was uns hier Schickes erwarten könnte. Die Pflanzen haben auch. Die kenne ich doch von eben. Sind das jetzt Gegner? Was hat der da gemacht? Hat der das Hühnchen da eingesperrt gehabt? Kann ich euch umchargen? Wow. Was geht ab? Alter. Heilige Scheiße. Fleischfressende Pflanzen. Ist hier hinter etwas? Nein. Kurzer Huster und weiter geht's. Kröten, aber ich glaube nicht, dass die für Schmetterlinge verantwortlich sind. Kann man die wenigstens hier umchargen? Bams, Bams, ja. Bams. Bams. Erstmal hier aufräumen, bevor wir den Drachen retten. Dahinter ist also doch noch was. Oh, ein Leben. Und eine Festung. Interessant. Da glitzert auch noch was. Ach so, das ist da drüben. Naja, dann erstmal zu dir. Wasco. Pass auf die Killerfrösche auf, die machen dich sonst kalt. Killerfrösche? Dabei war das hier früher so ein netter Sumpf. You.
So killerig waren die Frösche gar nicht. Oh ja, stimmt. Verdammt. Ja, Teamwork. Die sollen, glaube ich, zusammenarbeiten und mich so besiegen. Was auch geklappt hatte eben. Mega Charge. Schade, dass man keine Kill-Kombos machen kann. Und da drüben ist eine Hütte und die Fee zeigt mir an, da runter. Na, dann gehen wir doch da gleich mal runter. Boop, boop, boop. Nein, keine Röhre, wie in Mario. Ein geheimer Gang. Ich mach erstmal euch kalt hier, denn ihr fresst mich sonst gleich wieder. Der nächste Drache erwartet uns bereits. Sieg oder Sieg. Danke, dass du mich befreit hast. Oder Sieg, Zecke. Das Level ist in der Tat schon schwerer, denn hier werden Gegner kombiniert. Und ich fall auch drauf rein, auf diese Gegnerkombination. Genau, den Gegner locken und dann fertig machen. Die gute alte Pull-and-Kill-Technik. Na? Ja, man merkt, ohne Sparks dauert das ein bisschen länger. Aber ich habe hier auch keine Schmetterlingslieferanten gesehen. Also zumindest hier jetzt nicht. Ich hoffe, es gibt demnächst welche. Geht's dahinter lang? Nein. Hier ist das Ziel. Und wer ist denn hier? Bubba. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viechern machst. Zerquetsch sie, Spyro. Zerstampf sie und zerquetsch sie und zermatsch sie. Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen. Genau, Spyro. Und das sind ja auch deine Main-Fähigkeiten. So, nach Hause wollen wir doch gar nicht. Muss ich jetzt hier zurückrennen, um zurückzukommen? Hallo? Ich komme hier nicht zurück. Gute Fee, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Wie komme ich wieder zurück? Denn ich bin hier noch nicht fertig. Oh, da oben ist was. Aber hier ging es doch gar nicht zurück. Das sieht aus wie eine Leiter. Es hat zumindest Stufen. Kann man denn hier irgendwie... mit Sicherheit und landen. Vielleicht beantwortet das auch meine Frage, wie man zurückkommt. Nämlich so.
Na, nimm den Zehner. Und nun? Ja, ich glaube, darüber fliegen. Da, wo es so aussieht, als wenn die Welt enden würde. Und sterben? Und eigentlich eher nicht sterben. Vor allem kein Gegner respawnen? Seltsam. Sonst respawnt doch immer alles. Wieder rauf mit dir, Spyro. Rauf, 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 rauf. Noch näher an die Ecke gestellt und hinüber. Das klappt wohl gar nicht so, wie es klappen soll. Ich denke mal, man könnte auch von hier kommen. Oder ist doch als Rückweg gedacht, ich weiß es nicht. Alle erwischt. Alle erwischt. So, wo könnte es denn jetzt weitergehen? Da drüben sieht es nicht schlecht aus. Ja, das hier ist der Anfang, glaube ich. Ja, doch, das ist der Anfang. Ich habe aber gar keinen Überblick, wo es jetzt weitergeht. Da drüben. Ah, und jetzt sehen wir, was das hier darstellt. Er will damit ein Hühnchen fangen. Frische erwarten uns. Nein, Spyro, nicht schwimmen. Und hinüber. Oh, gemein, gemein. Da hat mich doch der eine getroffen. Hier um die Ecke etwas? Nein. Dort um die Ecke etwas? Sieht nicht so aus. Nein. Rauf, rauf, rauf. Oh, 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 verdammte Scheiße. Ganz vorsichtig. Oh, da hat er mich doch erwischt. Und wo kam jetzt der andere her? Ernsthaft? Wir sind wieder hier? Wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Also die Drachen als Checkpoint sind schon ein wenig hier. War nett gemacht, aber nicht irgendwer. Kommt man denn hier wirklich nicht wieder zurück? Nein. Warum zur Hölle kommt man denn da nicht zurück? Ich könnte jetzt natürlich das Level verlassen und wieder von vorne, aber ja, dann haben wir auf jeden Fall respawn. Kamera drehen. Na, klappt doch schon besser. So, ich noch mal hier alle mitnehmen. Und hinüber. Dann sind wir ja auch gleich schon wieder da, wo wir hin wollten. Und das Ganze mit etwas mehr Vorsicht diesmal. Denn wie wir gesehen haben, Frosch und Gnoll-Kombo ist nicht gut. Drehen, 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 so. So, da drüben geht's beim nächsten Mal weiter. Vierte Kiba.